Lieber Jochen Robes, herzlichen Dank. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, weil ich glaube, mit zwei Punkten muss ich vielleicht doch noch ergänzend zu meiner Vorstellung von heute Morgen aufwarten. Zum einen, damit Sie auch verstehen, was ich für eine Perspektive habe. Und das ist eben auch eine Perspektive mit einem gewissen wissenschaftlichen Background hier. 8 Jahre Fraunhofer Gesellschaft, dort verantwortlich in einem Institut für Wissens- und Innovationsmanagement. Und dann die letzten 8 Jahre in einem Unternehmenskontext bei ThyssenKrupp für das Thema strategisches Wissensmanagement. Das heißt, der zweite Kontext ist also tatsächlich sehr praxisorientiert und dann eben auch Kontext eines Großunternehmens, aber nicht nur Großunternehmen, sondern Konzern. Das heißt, und in dem Fall von ThyssenKrupp war es tatsächlich oder ist es so, da sind sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen Teil des Konzerns. Insofern ist also, glaube ich, fast alles da mit abgebildet gewesen. Dass ich ab und zu auch ein bisschen das aufschreibe, was ich dann auch meine entdeckt und entwickelt zu haben. Das liegt in der Natur der Sache. Es gibt also ein paar Sachen, die Sie dann da eben auch nachlesen können. Aus diesem Kontext heraus definiert sich das Thema, das ich Ihnen jetzt heute vortragen möchte. Okay, es geht jetzt zu Fuß weiter. Und zwar im Kontext Enterprise 2.0 Unplugged. Das heißt, die Frage, die ich heute mit Ihnen diskutieren möchte, ist, was ist eigentlich das Thema Enterprise 2.0 in seiner Essenz, wenn man es abstrahiert von dem, was mit Strom läuft. Ja, das heißt also, was passiert vorm Bildschirm? Und da möchte ich ein paar Elemente zunächst mal vorstellen, die ich nachher auch zusammenfügen möchte und Ihnen dann gewissermaßen in Teilen eben auch als dringende Empfehlung mit an die Hand geben möchte, wie man auf diesem Weg weiterkommen kann. So, wo kommen wir her? Das ist das Paradigma des Taylorismus. Henry Ford hat es eigentlich sehr schön dargestellt, dass er also eigentlich nur Hände braucht, ja, und dummerweise da halt immer ein Kopf dazwischen ist. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland, und Sie merken, es wird jetzt ein bisschen schneller, ich möchte ein paar Informationen einfach nur kurz zitieren und erwähnen, eine Situation, wo das Thema der systematisierten betrieblichen Weiterbildung, sagen wir mal, einer gewissen Instabilität unterworfen ist. Es ist schwierig, hier etablierte Systeme weiterzuentwickeln, dann die Durchdringung eher nach oben zu entwickeln. Es ist in vielerlei Hinsicht ein Rückgang festzustellen. Der deutsche Bildungsbericht hier weist innerhalb der letzten 3 Jahre, beziehungsweise von 2007 bis 2010, sind 3 Jahre, aber Stand 2012 ein Rückgang um 8% aus. Wie sich das jetzt in den letzten 3 Jahren entwickelt haben wird, das werden wir wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2014/15 sehen. Demgegenüber stehen aber auch visionäre Aussagen, beziehungsweise visionäre Konstruktionen und Interpretationen dessen, was heute an Möglichkeiten emergiert, was heute an Möglichkeiten auch schon da ist. Ein sehr inspirierendes Buch, das nur als Beispiel dienen mag für viele andere Publikationen oder eben auch Visionen hier von Erpenbeck und Sauter, ja, mit Blick auf 2025, das heißt also tatsächlich mal wirklich über den Tellerrand einer Budgetplanungsperiode oder 2 Budgetplanungsperioden hinausgedacht und mit ein paar sehr ambitionierten Aussagen, über die sich trefflich diskutieren lässt. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so die Frage, ob das jetzt genau so kommt oder ob es ein klein bisschen anders kommt. Ich glaube, viele Veränderungen werden tatsächlich auf uns zukommen. Mit denen werden wir uns, wenn wir hier uns in 10 Jahren wieder treffen würden, relativ vertraut fühlen, auch wenn es sich hier teilweise noch so ein bisschen sehr abstrakt anhört. Im Einzelnen können Sie das gerne in den Folien nachlesen. Die werden natürlich auch zur Verfügung gestellt. Aber dass wir zum Beispiel lernen mit virtuellen Assistenzsystemen, dass der Computer, den wir heute in vielerlei Hinsicht immer noch als eine Art Schreibmaschine verwenden, uns viel mehr Unterstützung angedeihen lässt im Sinne von Empfehlungen, Recommendations. Daran werden wir uns gewöhnen müssen, innerhalb eines Lernsystems, aber eben auch außerhalb eines Lernsystems, weil, und das hatten wir heute Morgen bei der Podiumsdiskussion eben auch schon festgestellt, viele der Systeme, mit denen wir tagtäglich arbeiten, sukzessive Elemente mit integrieren werden, die eigentlich dann auch im Prozess der Arbeit das informelle Lernen unterstützen und damit eben auch kontinuierlich lebenslanges Lernen möglich machen werden.
Lassen Sie mich jetzt an der Stelle so ein bisschen in eine systematisiertere Betrachtung einsteigen, und zwar in Bezug auf das Thema Lernbedarfe. Und wenn man sich da mal so ein bisschen vor Augen führt, was es da an Ausprägungen gibt, dann lässt sich das irgendwo in so einem Spektrum zwischen ganz klein und ganz groß differenzieren. Und da haben wir natürlich hier auf der Ebene die grundsätzlichen Ausbildungsinhalte. Ja? Das heißt also das, was man vielleicht einmal im Leben, vielleicht zweimal im Leben, vielleicht auch drei, viermal im Leben macht, dann aber tatsächlich mit sehr grundlegenden Erweiterungen des persönlichen Skillsets. Auf der anderen Seite haben wir die vielen kleinen Lerneffekte im täglichen Arbeiten, die man als solche unter Umständen auch gar nicht wirklich wahrnimmt, die aber kontinuierlicher Teil unseres Erfahrungsschatzes werden, aus dem wir dann für zukünftige Handlungsprädispositionen schöpfen können und damit auch kompetenter handeln können. So, jetzt ist natürlich klar, wenn ich dieses Kontinuum mir anschaue und mal die Frage stelle, was tritt denn wie häufig auf? Ja, dann ist klar, dass das umgekehrt proportional abläuft. Das heißt, hier haben wir eine große Komplexität, hier haben wir eine geringe Komplexität, aber eine hohe Häufigkeit. Und wenn man diese Situation mal mappt auf das, was man innerhalb einer Organisation im Lernen gewissermaßen bedienen möchte oder bedient, ja, dann ist es tatsächlich so, dass wir hier die bisherigen Formate, das institutionalisierte Lernen, klassische Ansätze, curriculare Ansätze etc. sicherlich auch weiterhin und langfristig sehen werden. Und eine starke Zunahme des informellen, selbstorganisierten Lernens in dem Bereich sehen werden, das ist gewissermaßen die andere Polarität dieses Kontinuums, wo eben Stand heute entweder wenig oder keine Angebote möglich sind. Ich erwähne das deshalb, weil das wichtig ist zu verstehen, was innerhalb eines Kontextes abläuft, den ich jetzt auch als Enterprise 2.0 kennzeichnen möchte. Dort erleben wir in den Organisationen, die das können und die sich dahingehend professionalisieren, eine dramatische Zunahme der Unterstützung moderner Wissensarbeit. Wo wir an der Stelle stehen, sagt Dirk Becker, ist ganz am Anfang. Wenn man jetzt mal ein bisschen abstrahiert und guckt, wie sich die Digitalisierung der Wissensarbeit entwickelt, was das bedeutet, dann sind wir weit weg von der Situation, sagen zu können, das ist heute ein eingeschwungener Zustand. Es gibt andere Aussagen, die noch weiter gehen und sagen, angesichts dessen, was alles an Veränderungen schon jetzt erkennbar ist, in Bezug von Digitalisierung des Lebens, stehen wir bei 1%. Also wenn man jetzt mal aufs Ende des Jahrhunderts schauen würde, würde man sagen, okay, im Jahre 2014 hatten wir 1% von dem, was wir heute haben, oder 2050. Ja? Das ist also insofern, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass wenn man jetzt langfristig an dem System arbeiten möchte, wie in einem Unternehmen gelernt wird, dann muss man feststellen oder muss man sich bewusst machen, dass wir den Status quo von heute nicht 10, 20 Jahre in die Zukunft extrapolieren können, sondern wir werden da andere Kontexte haben, ganz andere Kontexte haben, ganz andere Möglichkeiten haben. Und man muss eigentlich, wenn man nachhaltig rangehen will, von der Zukunft kommen und schauen, was da passiert. Und da möchte ich eigentlich so einen kleinen Vorgeschmack drauf bieten und in Bezug auf das Thema Enterprise 2.0, was man da üblicherweise mit konnotiert, entgegenhalten, was aus meiner Sicht hier sich langsam aber sicher entwickelt. Früher war es so, dass man gesagt hat, Enterprise 2.0, und das ist vielleicht auch der Kontext, den Sie jetzt gerade oder die Konnotation, die Sie im Kopf haben, ist ein Unternehmen, das soziale Software oder Schrägstrich neue Medien einsetzt. Und wenn die dann auch noch benutzt werden, dann ist es irgendwie ein Enterprise 2.0. Was wir heute feststellen, geht weiter. Man kann das so beschreiben, dass eine Organisation dann ein Enterprise 2.0 ist, wenn es ihr gelingt, das situativ relevante Wissen bestmöglich zu erkennen und auch produktiv zu machen und einzubinden. Und zwar unabhängig von der Frage, wo die formale Zuständigkeit liegt. Natürlich in der Regel unter Zuhilfenahme entsprechender technologischer Unterstützung, aber keineswegs zwangsläufig. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige zunächst mal klein erscheinende Veränderung im Verständnis. Man muss sich das insofern deutlich machen, als dass es hier nicht darum geht, in irgendeiner Form chaotisch
eine Organisation weiterzuentwickeln. Ja, und deshalb auch ganz wichtig, Enterprise 2.0 ist weder hierarchiefrei, noch basisdemokratisch, noch in irgendeiner Form ungesteuert. Natürlich haben wir in einem Enterprise 2.0 Hierarchien, natürlich haben wir Strukturen, natürlich haben wir Entscheidungswege und alles, was dazugehört, damit eine Organisation als Organisation handlungsfähig ist. Ja, so. Das wird aber in gewissen Bereichen sich anders darstellen. So, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, was mir in den letzten Jahren an Beispielen über den Weg gelaufen ist, von Organisationen, die sich auf ein Podium stellen. Ich rekurriere hier auf Good-Practice-Darstellungen aus Tagungen, die ich besuche, aus Gesprächen bzw. Veröffentlichungen zu einzelnen Beispielen. Ja, dann sehen Sie hier, dass das kein Thema von IT-Unternehmen mehr ist. Das sind im Prinzip quer durch alle Wirtschafts- und Branchenbereiche gestandene Unternehmen und Organisationen, die allesamt, und werden Sie das meiste auch sicherlich per Google finden können, sehr valide Beispiele haben, die auf keinen Fall mehr diesen kleinen Inselcharakter haben, wie unser Vorstand macht jetzt mal einen Blog und ab und zu postet er irgendwo was. Nein, das geht wirklich schon weit über dieses Stadium hinaus, wenngleich auch sicherlich keine der Organisationen hier ein 100%-Niveau erreicht hat. Ja. So, ich rekurriere jetzt bei dem, was ich darstelle, auf die Summe dieser Beispiele. Und die nächsten Folien, die ich Ihnen jetzt vorstelle, sind im Prinzip ein Exzerpt dieser einzelnen Cases. Ich will ganz kurz erwähnen, was als Nutzenargumentation in der Regel an diesen Beispielen sich darstellt. Und da sind eigentlich Dinge dabei, die nicht nur was mit, in Anführungsstrichen, relativ weichen Themen hier wie Herstellung von Generation Y-Fähigkeit oder kultureller Weiterentwicklung oder mehr Partizipationsmöglichkeit zu tun, sondern richtig klassische Business Cases. Beschleunigung von Prozessen, mehr Wissen über Produkte des Unternehmens, verbesserte Kooperationsfähigkeit, bessere Entwicklung, Vermarktung immaterieller Produkte, zum Beispiel Dienstleistungen. Ja? Auch schnellere Entwicklung von Angeboten, bessere Innovationen und so weiter und so weiter. Jetzt, wenn man mal ein bisschen schaut, was auf der technischen Ebene dahinter stattfindet, und dann erlauben Sie mir diesen kleinen Exkurs, um nachher darzustellen, warum die nicht technische Dimension besonders interessant, besonders wichtig und Stand heute schon gestaltbar ist. Das ist eigentlich so die Konklusion auch meines Vortrages. Dann sehen Sie hier eine Reihe von, vielleicht kommt dem einen oder anderen der so ein Bildschirm bekannt vor, es gibt da eine Reihe von Produkten, sei es Jive, sei es IBM Connections, sei es Salesforce, sei es Confluence, was auch immer, die eine ganze Reihe von Funktionen bieten, mit denen nachher, jetzt hoffe ich mal, dass das von selber abläuft, nee, das läuft leider nicht von selber ab, das ist so ein bisschen wahrscheinlich der Nachteil des Transfers hier über Stick. Ja, also ich habe hier mal ganz wild diese einzelnen Funktionscluster dieser Plattform zusammengesammelt. Ich erwähne das nur, man braucht diese Dinge im Einzelnen jetzt nicht verstehen und kennen, um, sagen wir mal, so, sich zum Enterprise 2.0-Thema eine Strategie und eine Meinung bilden zu können. Wichtig ist eine Conclusio dabei, was damit nämlich insgesamt passiert. Und das ist eigentlich, und da werden Sie jetzt auch feststellen, das ist die Brücke zur Frage dessen, was an Gestaltungsoptionen besteht, zur nicht-technischen Entwicklung einer Enterprise 2.0-Fähigkeit einer Organisation. Was diese Dinger hier machen, ja, diese 50 oder 60 Funktionscluster, ist die Unterstützung kommunikativer Grundmuster, die virtuelle Unterstützung von ganz normalen kommunikativen Grundmuster, die wir alle im täglichen Leben kennen, praktizieren und absolut selbstverständlich benutzen, ohne dass es uns bewusst ist. Und das sind eigentlich so die interessanten Punkte, die jetzt hinter diesen ganzen einzelnen Funktionen stehen. Zum Beispiel ein Rundruf, ich frage eine kleine Gruppe, wo die gerade zusammensteht, wo ich weiß, das sind Entwickler, die kennen sich mit diesem oder jenem Thema aus, ich trete dazu und frage, kennt ihr eine Lösung für Problem XY? Oder ich möchte mich euch vorstellen, ich gebe Ihnen eine Visitenkarte. Natürlich geht das heute virtuell, analog, über irgendwelche Profile etc. Das heißt, wenn Sie jetzt diese Punkte im Einzelnen durchgehen, dann werden Sie feststellen, dass das eigentlich im Kern das ist, was diese Plattformen machen. Und wenn man jetzt wieder ein bisschen zurückgeht, und das ist eigentlich so ein bisschen die Frage, auf die ich hinaus möchte, dann kann man sich die Frage stellen, wie lassen sich diese Punkte jenseits der Technologie unterstützen, ab sofort. Ja? Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch die Kernfrage, die man sich stellen muss, wenn man sagt, das Enterprise 2.0 ist eine Entwicklung, die wird kommen, die ist schon da,
da gibt es nicht mehr die Frage, ob und wann und wie man das einführt, sondern gibt es eigentlich nur noch die Frage, wie positioniert man sich bestmöglich kontinuierlich zu diesen Entwicklungen und sorgt dafür, dass die Organisation sukzessive diese Fähigkeit aufbaut. Dahinter steckt eine strategische Fähigkeit. Das muss man sich klar machen. Es geht nicht darum, irgendwelche Plattformen der Kunst wegen einzuführen und produktiv zu sein. Es geht um die strategische Fähigkeit, zu wissen, was eine Organisation weiß. Ja, dieser berühmte Satz, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, wird zurzeit technisch ermöglicht. Wir sind dabei, technisch die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das geht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen mal die zweite Hälfte dieses Satzes gehört hat. Kennen Sie die zweite Hälfte dieses Satzes? Wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Ich kenne sie auch nicht. Ja? Es gibt keine zweite Hälfte dieses Satzes. Für viele Organisationen wäre die Aussage aber, wenn wir wüssten, was wir wüssten, dann hätten wir ein Problem. Dann hätten wir ein Problem, das produktiv zu machen. Stellen Sie sich heute vor, in einer Organisation, die klassisch hierarchisch strukturiert ist, gibt es Know-how über einen Kunden im Servicebereich. Was ja auch logisch ist, weil der Servicebereich unter Umständen vor Ort ist und da möglicherweise schwache Signale auffängt, die man im Vertrieb überhaupt nicht wahrnimmt. Ja? So, was kann dann denn da draus geschehen? Ja, plötzlich meldet sich da einer, der unter Umständen genau weiß, wie so ein Angebot aussehen müsste und was da drinstehen darf und was nicht, wie vielleicht auch das am besten passfähig gemacht werden kann. Der hat aber eigentlich überhaupt kein Mandat dazu. Und das ist genau die Kunst, die in einem Enterprise 2.0-Kontext in Zukunft hergestellt werden muss, dass Organisationen trotz und mit ihrer Hierarchie in der Lage sein werden, dieses Wissen einzubinden. Und da sehen Sie schon an dieser Analogie, das hat nichts mit IT zu tun. Das sind grundsätzliche Fragen an die Frage, wie geführt wird, wie strukturiert wird, wie Prozesse organisiert werden, wie entschieden wird, wie kommuniziert wird, wie Transparenz hergestellt wird, etc., etc., etc. So, und jetzt kann man sich ein bisschen die Frage stellen, analog zum Thema Klimaziel. Sie kennen alle das 2%-Ziel. 2050, 2% maximale Klimaerwärmung im Vergleich von vor der Industrialisierung. Wissen Sie, wann man hätte anfangen müssen, um dieses Ziel zu erreichen? In der Vergangenheit. Es ist heute quasi schon nicht mehr erreichbar. Analogie. Wann hätte man anfangen müssen, wenn man sagt, man möchte im Jahr 2020 als Organisation fähig sein, zu wissen, was man weiß? Wann hätte man anfangen müssen, sich darauf hinzuentwickeln? Nicht morgen, nicht heute, ja? Das ist ein Prozess, der sehr, sehr lange dauert und der in der Organisation einen fundamentalen Entwicklungsprozess darstellt. Das darf man nicht vergessen, denn es reicht natürlich nicht, eine IT-mäßige Plattform einzuführen und zu sagen, jetzt komm, jetzt arbeiten wir mal damit, dann machen wir noch ein bisschen Schulung und siehe da, es passiert dann irgendwie auch irgendwann was von selbst. Ja, wir reden also hier von einer sehr, sehr fundamentalen Veränderung und an der Stelle kann man immer sehr schön auch Peter Senge zitieren, der sagt, dass im Endeffekt mit diesem Modell des Change Managements durch die Benutzung von entsprechenden Infrastrukturen, Tools, Methoden, Praktiken etc. ein tieferer Wandel in der Kultur, im Bewusstsein, in der gelebten Praxis dann auch sich vollzieht. Ja? Und darum geht es letztlich hier auch. Ja? Also wir reden über diese Art von Wandel, die letztlich sich ganz oben abspielt. Ja? Ein tieferer Lernzyklus, der das Bewusstsein verändert und damit auch natürlich die Art und Weise, wie wir Wissenswertschöpfung machen werden. So, und jetzt möchte ich einfach mal, bevor ich eigentlich auf so die Hauptkomponente der Gestaltungsoptionen eingehe, zwei, drei Dinge erwähnen, die jetzt hier gerade aus einer HR-Perspektive aus meiner Sicht eine große Rolle spielen. Das ist zum einen die Frage Transparenz, wer was weiß. Das ist ein rotes Tuch für viele Organisationen. Wir erleben da immer wieder, dass datenschutzmäßig, mitbestimmungsmäßig gesagt wird, oh, großes Missbrauchspotenzial, das mag richtig sein. Fakt ist, Stand heute haben die meisten Organisationen, die intern sagen, nee, trauen wir uns nicht ran, diese Transparenz heute schon extern. Die meisten Geschäftsführer wissen das nicht. Ja, gucken Sie nach, wie viele Mitarbeiter in den entsprechenden Foren drin sind. Sie werden in der Regel Augen machen. Und wenn Sie vielleicht heute noch keine Augen machen, dann werden Sie in 2 Jahren Augen machen. Diese Tendenz besteht. Das heißt, wir haben insbesondere unter den deutschen Rahmenbedingungen ganz große Herausforderungen, gerade aus einer Perspektive des HR-Bereiches, dieses Thema anzugehen. Auch wenn es sicherlich schwierig sein mag und vielleicht nicht sofort erfolgsversprechend ist. Das Thema muss gelöst werden.
daran wird die Zukunft der Wissensarbeit in wesentlichen Fällen hängen und daran wird auch in wesentlichen Fällen hängen, wie durch die Möglichkeiten der Digitalisierung die Wissensarbeit unterstützt werden kann und auch das Lernen. Ja, das bedeutet eben auch, dass das, was wir klassischerweise unter dem Thema Weiterbildung, Personalentwicklung, Human Resource Entwicklung verstehen, natürlich auch reflektiert werden muss vor den Möglichkeiten der Integration in darüber hinausgreifende Vernetzungsprozesse. Ja, auch da kann man eine ganze Menge machen. Es gibt in der Organisation eigentlich fast nichts, was so zusammenschweißt wie gemeinsame Lernerlebnisse. Ja, das sind Community-Potenziale, die auf dem Silbertablett serviert werden. Wenn Leute zusammen gelernt haben, bestimmte Themen zu bearbeiten, dann ist es das Einfachste der Welt, dort anzusetzen und über diese Lernsituation hinauszugehen und die Leute im Kontakt zu halten und auf diese Weise in der Organisation eine ganz neue Verbindung von Know-how-Trägern und Experten zu ermöglichen, jenseits der Hierarchie, einfach aufgrund des Spaßes an der Zusammenarbeit, des Vertrauens an der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Kennens. Auch das ist ein Thema, das, glaube ich, in einem HR-Bereich wichtig ist, gesehen zu werden. Ich trage da Eulen nach Athen, wenn ich Ihnen erkläre, dass die Wissensarbeiter von heute und insbesondere von morgen nicht mehr klassisch hierarchisch motiviert sind, nicht mehr ausschließlich klassisch hierarchisch motiviert sind, sondern persönliche Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten insbesondere daran festmachen, wie sie mit ihren inhaltlichen Informationen, mit ihrem Wissen, mit ihren Kompetenzen sich einbringen können, sich entwickeln können und dafür eben auch Anerkennung ernten. Da kann man jetzt übrigens in vielerlei Hinsicht noch die Frage stellen, wie man sowas richtig macht, gerade im Kontext der neuen Situation, die sich aus einem Enterprise 2.0-Kontext ergibt. Da könnte man sicher mal nochmal ein ganz eigenes Thema draus machen. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, dieses Thema mitzuführen und auch mit zu adressieren. So, und jetzt komme ich eigentlich zu der Rechtfertigung, warum es insgesamt notwendig ist, den übernächsten Punkt, ja, der jetzt nach dieser Folie kommt, anzugehen, weil es letztlich darum geht. Das, was wir heute unter dem Begriff Crowdsourcing verstehen und heute in der Regel als Kampagne im Außenraum irgendwie machen, das ist im Endeffekt die Speerspitze der Organisationsentwicklung für die Zukunft im Enterprise 2.0-Kontext. Darum muss es gehen, dass wir in der Lage sind, als Organisation intern das Crowdsourcing kontinuierlich zu machen, entlang der Geschäftsvorfälle, entlang der Anforderungen, die wir im Geschäft, im täglichen Doing haben. Das ist die strategische Rechtfertigung dafür, dass man in dieses Thema investiert. Da geht es nicht um Plattformen, da geht es nicht darum, vielleicht einzelne kleine Benefits besser zu haben, sondern da geht es darum, langfristig die Power in der Organisation besser nutzen zu können. Die Brainpower, insbesondere in einem Hochlohnland wie Deutschland und die Humanressourcen, die wir hier in einem exzellenten Maß haben, auch möglichst produktiv zu machen. So, und da erlauben Sie mal einen ganz kurzen Rückblick auf das, was wir in Organisationen Stand heute vorfinden. Ja, wenn man sich mal so ein bisschen den Spaß macht, in der Organisationsforschung zurückzugucken, ja, und dann, wie gesagt, hier von Max Weber über Taylor bis hin zu Peter Drucker und Mintzberg sieht, wie dann auch sukzessive das Thema Organisation als strategische Komponente erkannt worden ist. Es gibt da viele andere, da kann man sehr weit reingehen und schaut, was jetzt Stand heute mit diesem Wissen, mit diesen Inspirationen möglich ist, kann man sagen, wir sind in der Lage, schöne Organisationsstrukturen zu machen, schöne Organigramme zu machen, schöne Projekte zu machen, schöne Prozesse und Abläufe zu machen. Ja, wir können sehr effizient sein, was Time to Market anbelangt, wir können sehr schnell liefern, wir können Aufträge abarbeiten in fast Echtzeit, das kriegen wir heute hin. Die Herausforderungen sind eigentlich eher in der Richtung, wie gehen wir mit Überraschungen um? Wie gehen wir als Organisation mit Anfragen um, mit denen wir nicht gerechnet haben? Wie gehen wir mit Problemen um aus einem vernetzten Projektkontext, der natürlich auch immer vernetzter wird? Die Komplexität, die Dynamik wird immer schneller. Und wie können wir da schnell drauf reagieren, ebenso schnell wie die Probleme entstehen? Ja, und da gibt es eine Reihe von Entwicklungen in der Organisation, ob das jetzt eine virtuelle Organisation, eine fraktale Organisation, Boundaryless, Matrix, Tensor, Holacracy. Eine interessante Assoziation möchte ich, und das, damit ende ich meinen theoretischen Exkurs hier an der Stelle auch, die Hypertext-Organisation. 20 Jahre altes Konzept,
von diesem Herrn, einer der Denker des Jahrhunderts, Nonaka, der gesagt hat, wir haben eigentlich jenseits der klassischen Aufbauhierarchie eine sogenannte Wissensbasisschicht, wir haben eine Projektsystemschicht und es geht darum, die bestmöglich zu integrieren. Das ist eigentlich eine Aussage, die ist weder überraschend, weder neu, aber in der Konsequenz eigentlich von damals nach wie vor valide und heute, glaube ich, die entscheidende Herausforderung, weil sie eben nicht sagt, eine Organisation grenzenlos zu machen. Ja, das wissen wir alle, soziale Systeme leben durch Aufrechterhaltung ihrer Grenzen, also können wir die Grenzen nicht einreißen. Wir müssen Koexistenzen schaffen, wir müssen innerhalb der bestehenden Grenzen und der hierarchischen Strukturen in der Lage sein, diese Wissensvernetzung eben abzubilden. So, und das kann man letztlich dadurch tun, dass man genau diese drei Ebenen als solche in einer Organisation wahrnimmt und ausgestaltet. Und da können Sie jetzt alle überlegen, Primärorganisation können wir, das ist erledigt, das Thema ist verstanden. Ja, wir haben heute die Reflexe, dass wir auf Veränderungen in der Strategie, im Markt, im Umfeld in der Regel mit Veränderungen hier in der Primärorganisation regeln. Man kann sich die Frage stellen, inwieweit das sinnvoll ist. Viele Organisationen, insbesondere global verteilte Organisationen, gehen in Richtung Matrix, gehen in die Richtung Tensor, erzeugen eine Steuerungskomplexität, die jenseits von Gut und Böse ist und die auch, ganz vorsichtig formuliert, extrem schwer zu beherrschen ist. Ja, wir sind in der Lage, sekundär dazu Projekte zu gestalten, temporäre Organisationen. Und das ist eigentlich die entscheidende Aussage. Wir sind, glaube ich, an dem Punkt, wo wir erkennen müssen, dass jede Organisation eine Tertiärorganisation, eine Netzwerkorganisation hat, die heute in den meisten Organisationen informell existiert, aber extrem wichtig ist. Ja, auch da trage ich für Sie alle Eulen nachher hin. Die meisten Entscheidungen werden auf einer informellen Ebene vorentwickelt, werden auf einer informellen Ebene überhaupt geboren. Dort kommen viele Impulse her, die nachher in der Primär- und in der Sekundärorganisation bearbeitet und verarbeitet werden. So, das große Potenzial, und das ist eigentlich so ein bisschen die Aussage, die ich da machen möchte, das große Potenzial ist die Gestaltung von Communities als Teil einer gesamtheitlichen und ganzheitlichen Betrachtung der Organisation. Communities sind an sich auch nichts Neues. Wir haben Communities heute im Sinne von Netzwerken, die einzelne Silos verbinden, die innerhalb einer Organisation Austauschprozesse herstellen, die die Hierarchie entlasten und die die Hierarchie nicht dazu zwingen, alles über ich gehe zu meinem Chef, der Chef geht zu seinem Kollegen oder geht zu seinem Chef und nachher kommt das irgendwann wieder runter. Es sind die Dotted Lines, die Organisationen schnell machen und die direkt Informationen, Wissen von A nach B transportieren und zurück. Das ist das, was in den Netzwerken passiert. Das ist das, was für die Enterprise 2.0-Werdung das entscheidende konstitutive Element ist. Und da kann man sich jetzt so ein bisschen die Frage stellen, naja, okay, wenn wir es schon informell haben, reicht das denn? Kann man auf der einen Seite sagen, ja, irgendwie reicht das schon. Weil auf der anderen Seite, naja, also wenn ich zu meinem Kollegen gehen will, dann kann ich da hingehen. Das mag auch so sein. Und das ist ja halt ein bisschen das Paradoxe. Diejenigen, die langjährige Mitglieder einer Organisation sind, haben diese Netzwerke. Produktiv machen muss man aber die vielen Wissensarbeiter, die schnell in die Organisation reingekommen sind, die möglicherweise qua Struktur diese Reichweite eines Netzwerkes nicht haben und die vor allem auch gar nicht die Chance haben, das als Bedarf zu artikulieren. Man kann aber, und das habe ich selber immer wieder erlebt, auf der Ebene mit ganz einfachen Mitteln extrem viel erreichen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, den man hier sehen muss. Wir reden dann nicht nur über virtuelle Communities. Virtuelle Communities entstehen, die sind auf diesen Plattformen mehr oder weniger oft auch ein Selbstläufer. Wir reden auch nicht über die VIP-Clubs, sondern wir reden über eine Ebene dazwischen. Wir reden über eine Ebene von Communities, die Teil einer Organisation sind, die tatsächlich auch ausgewiesen sind, die eben nicht unsichtbar sind, sondern die sichtbar sind, denen man beitreten kann, an denen man sich beteiligen kann, wo man mitdiskutieren kann. Und dazu, und das ist ganz, ganz wichtig, braucht es keine Technologie. Diese Communities kann man sofort heute zu Fuß aufbauen. Der Bedarf, solche Communities zu haben, ist in jeder größeren Organisation vorhanden. Es gibt keine Organisation, ich habe keine gesehen bis heute, die in irgendeiner Form sagt, nö, brauchen wir nicht. Unsere Hierarchie ist in der Lage, das zu leisten und diese Vernetzung sicherzustellen. Das ist ein Widerspruch und das ist physikalisch nicht möglich.
So, und das ist eigentlich so ein bisschen die Conclusio. Ich habe hier hinten, das möchte ich jetzt nicht darstellen, wenn man sich da ein bisschen die Frage stellen würde, wie kann sowas aussehen, dann kann man sich anhand dieser Kriterien mal so ein bisschen ein Bild dafür machen. Es gibt viele Beispiele, wie solche Communities gestaltet werden können. Könnte ich Ihnen auch eine Menge von zeigen, will ich aber jetzt an der Stelle qua Zeit nicht, sondern möchte eigentlich deshalb die Zusammenfassung an der Stelle machen, dass wir vielleicht noch ein, zwei Fragen zulassen können. Jochen, natürlich nur mit deiner freundlichen Genehmigung. Wichtig ist zu verstehen, dass die Enterprise 2.0-Werdung ein fundamentaler Prozess ist, der stattfindet, der auf jeden Fall jede Organisation früher oder später durchdringen wird, egal ob man heute eine explizite Implementierungsentscheidung trifft oder nicht. Zweiter Punkt ist, dass die Organisationen an der Stelle sich fundamental verändern, was das Thema Netzwerke anbelangt. Das ist die große Dimension, um die es beim Enterprise 2.0 werden geht und auf der Produktivmachung der Wissensressourcen. Ja, und es geht eben darum, diesen Wandel nicht technisch zu verstehen, nicht nur technisch zu verstehen, sondern insbesondere als Organisationsentwicklungsthema vor dem Bildschirm mit den entsprechenden Strukturen, mit den entsprechenden Gestaltungsmaßnahmen, die man auch gar nicht Enterprise 2.0 nennen muss. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele genannt. Das sind alles Themen, die schon mehr oder weniger auf jedem Schreibtisch liegen, insbesondere in einem HR-Kontext. Diese Themen gilt es aus einer strategischen Perspektive zu reflektieren in ihrer Bedeutung für diese Gesamtentwicklung der Organisation als Enterprise 2.0. Deshalb, und das ist eigentlich so ein bisschen der Wunsch und die Kernbotschaft, ist gerade aus einer HR-Perspektive die Möglichkeit, hier gestalterisch und strategisch tätig zu werden, exzellent. Es ist eben nicht ein Thema, wo man sagen kann, man guckt da dem IT-Bereich zu, man guckt dem Bereich Kommunikation zu, sondern eigentlich, wenn man sich reflektiert, dass es um die Veränderung der Wissensarbeit geht, eine Produktivmachung auf eine ganz andere Art und Weise der Wissensarbeit, ist es fast ein originäres HR-Thema, dem früher oder später die IT gerne folgen wird und sicherlich auch mit hervorragenden Unterstützungsmöglichkeiten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.